Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich befinde mich bei Eden Book Verlag. Dort stellt Desiree Nick ihr neuestes Buch vor. Nein ist das neue Ja. Die Hauptstadt-Ikone Desiree Nick ist eine der bekanntesten und vielseitigsten Entertainerinnen Deutschlands und überzeugt mit ihrer Spitzenzunge die Nation. Das Wörtchen Nein, wie mächtig ist es? Das Wort Nein ist nicht umsonst in allen Sprachen der Welt ein sehr kurzes, ein sehr einfaches Wort und meistens schon ein kompletter Satz. Das Nein, das Wort Nein ist das Ruder, mit dem wir unser Lebensschiff steuern. Ein Nein kann die Politik ändern, kann unsere Zukunft ändern, ist Ausdruck unserer Entscheidungskraft, ist Macht auch über andere. Man kann natürlich auch Nein sagen zu Fettsucht, Nein zu Faulheit, Nein zu Übergewicht, Nein zu Schönheitsoperationen, Nein zu Depressionen, Nein zu schlechter Laune, Nein zum täglichen Chaos im Leben. Also ohne das Nein geht es nicht. Es ist ein ganz wichtiges Navigationstool. Natürlich schreibe ich keine soziologischen Bücher. Ich schreibe Unterhaltungsbücher. Das alles wird serviert als Amüsement, wie auch meine Shows, wie in einer Debatte mit dem Leser, der sich amüsieren soll, der Spaß und gute Laune kriegen soll, aber doch etwas für sich als Mehrwert mitnimmt. Kein sinnloses Witze-Unterhaltungsbuch, sondern ein satirisches Selbsthilfebuch, wo ich vermittle, Mensch, ihr könntet so viel mehr erreichen, wenn ihr nur einfach euren Aspekt ändern würdet und die Dinge in neuem Licht betrachten würdet. Sie sind alleinerziehende Mama. Dass auch für Ihr Kind oder allgemein für Kinder es wichtig ist, auch Nein zu sagen und zu lernen. Ja, ich schreibe ja ein wunderbares Kapitel auch in dem Buch Nein im Kinderzimmer. Wie sagt man Kindern den Kampf an? Ich weiß natürlich auch, dass ein Alltag mit Kindern kann ein kriegsähnlicher Zustand sein. Und Kinder müssen ja auch selber erstmal das Nein sagen lernen. Es wird ja von vielen Eltern unterdrückt, ne? Also das Nein eines Kindes gilt ja gleich als Trotzphase. Und als das Kind hat Nein gesagt, als Skandal oder dann müssen wir streng werden. Nein. Ich glaube, der Moment, wo ein Kind zum Nein gelangt, das, was da passiert, die Synapsen im Hirn, es ist eine eigenständige Persönlichkeit, was eine Entscheidung trifft, was zu David und Goliath, was zu diesem großen Wesen, was auf es herabschaut, sagt, nein, das ist doch wirklich eine dramatische Situation in der Entwicklung. Und man muss Kindern Raum geben, um ihr Nein zu verteidigen. Nein? Nein, du willst die Lederhose nicht anziehen, dann erkläre mir mal, warum nicht. Und man muss Kinder immer da abholen und natürlich auch, ich nenne es in meinem Buch, die magische Mutti mit viel Glitzer-Topping, mit viel Humor, mit viel Ironie abholen. Und das kann so viel Freude und Glück bringen. Ich finde, viele Eltern vergessen durch den gestressten Alltag, ihre Kinder mit unendlich viel Humor großzuziehen. Ne? Also auch so beispielsweise kleine Lügen einzustreuen, ist ganz wunderbar. Zu sagen, weißt du, was es heute zum Abendbrot gibt? Wir machen Dinosaurierschnitzel. Welchen Teil vom Dinosaurier magst du denn am liebsten? Möchtest du die Brust oder die Keule? Und das ist so süß zu wissen. Und dann kommt ein Alter, wo die Kinder sagen, aber das kann man doch gar nicht essen, die gibt es doch gar nicht wirklich. Und dann kann man ja darüber debattieren, sind Dinosaurier Science Fiction? Ist es ein Comicstrip oder was ist es? Ist es Anthropologie, Biologie? Und so, man muss Kinder viel mehr aus der Reserve locken. Also das fällt schwer, wenn beide Eltern arbeiten, im Alltagsstress. Aber ich schreibe ja darüber auch mein Buch, wie man sich durch das Nein natürlich auch seine Freiräume bewahrt. Wann haben Sie denn das letzte Mal Nein gesagt, heute? Oh, ich sage den ganzen Tag Nein, weil ich wahnsinnig gerne Zucker esse. Da drüben steht ein wunderschönes Buffet und ich habe schon sehr oft Nein gesagt zu all den Verführungen. Ich sage den ganzen Tag eigentlich Nein, weil ich so irrsinnig gerne esse. Und ich bin auch ein fauler Mensch, aber ich sage mir Nein, du schläfst heute nicht aus, du stehst um 6 Uhr auf, noch ist es draußen hell. Und ein schöner Tag, der heute wird, den sollte man nicht im Bett verbringen. Das kommt schon noch, wenn es Winter wird. Genieße diesen blauen Himmel, diese letzten warmen Sonnenstrahlen 2 Stunden früher raus. Habe ich Nein gesagt zu meinem inneren Schweinehund.
Nein ist das neue Ja. Dieses schöne Buch von Desiree Nick gibt es für euch jetzt zu gewinnen. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Ones. Von einer wunderschönen Frau wie Desiree Nick geht es jetzt zu den Divas. Ob Amy Winehouse, Madonna, Marilyn Monroe, Whitney Houston, in Divas die Show stehen die Primadonnen der Musikgeschichte auf der Bühne im Estrell Hotel. Wir hatten ja eine Beatles-Show, das waren nur Männer. Dann hatten wir eine Rock-Around, also die Anfänge des Rock'n'Roll. Da spielen die Frauen auch keine Rolle, also zumindest nicht auf der Bühne. Und dann hatten wir Elvis, da ging es auch nur um Männer. Dachten wir, jetzt ist Zeit, dass wir das Gleichgewicht stimmt. Und jetzt machen wir einen Gegenpol, eine Show ausschließlich mit Frauen. Jetzt haben wir ja hier die Premiere. Tischen Sie immer so auf bei einer Premiere? Ist ja wunderbar. Na, das ist der Vorteil, wenn man eine Kooperation hat mit einem Hotel. Das Hotel will zeigen, was sie können und wir haben den Benefit davon. Ja. D steht für Diva oder Dagmar Friedrich. Welche Diva würden Sie denn mal gerne verkörpern? Also ich spiele ja eine ganz Vornehme in Magdeburg im Theater. Bei Heiße Zeiten und Höchste Zeit spiele ich also die Vornehme und muss das ganz schön viel lernen, dass ich vor... Nee, also ich bin einfach so, wie ich bin. Also ich mache gerne langes Kleid, ich mache gerne Jeans. Sie sehen ja, heute bin ich ganz locker. Also eigentlich alles. Ich habe keine Domäne, was jetzt unbedingt sein muss. Ich bin so, wie ich bin. Und so mit langen Haaren, spielen Sie da auch mit rum, Perücken? Ich spiele mit einer Perücke, so eine halblange, so eine blonde. Und da ist wirklich passiert, dass nach der Premiere, ich bin dann an die Garderobe gegangen und höre ich, wie ein junger Mann zu seiner Mutti sagt, wie die Mutti zu dem jungen Mann sagt, ach, nun war die doch gar nicht da. Und ich sage, was, wer war nicht da? Ich bin so verkleidet mit der Perücke. Und dann sagt er, naja, aber die Stimme. Also es gelingt mir mit Perücke, mich ein bisschen zu verstecken. Nur das Maul darf ich nicht aufmachen. Das ist auch so köstlich, ihr Maul. Von 89 bis 91 war er Bürgermeister von Berlin. Jetzt sind Sie bei Divas, da muss auch Ihre Frau dabei sein, nicht wahr? Genau, die ist ja die Diva bei mir im Hause, nicht? Genau. Außer Ihre Frau, wer ist denn Ihre Lieblingsdiva? Meine Frau. Erstens, zweitens, drittens. Also, ja. Das ist doch die perfekte Antwort. Ja, dann hat er einen schönen Abend zu Hause vielleicht nachher. Auch ein Boxermarkt-Diva. Auf welche Diva freuen Sie sich denn am meisten? Das kann ich nicht sagen, auf welche, aber ich freue mich heute hier, dass ich im Estrell bin und ich liebe Estrell Hotel, weil wir kommen hier zu viele schöne Shows und ich freue mich auf eine Überraschung, was für Divas hier auf uns zukommen. Divas, jetzt im Estrell Hotel. Nun bin ich bei Campus Berufsbildung. Seit einigen Jahren darf sie sich nennen Schule ohne Rassismus. Und was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. Ob Schulausbildung, Ausbildung und Weiterbildung. Bei der Campus Berufsbildung sind Sie richtig. Wir sind eine Berufsschule. Und zwar gibt es hier Berufsfachschulen und Fachschulen. Und wir haben hier am Standort ungefähr 640 Schüler in 4 Ausbildungsgängen. Und das wären Erzieher einmal Sozialassistenten, ist ein pflegerischer und pädagogischer Hilfsberuf für 2 Jahre Ausbildung. Und wir haben die Altenpflege hier und hoffentlich demnächst die Generalistik, diese neue Pflegeausbildung, die jetzt kommt demnächst ab 2020. Und wir haben die Heilerziehungspflege hier. Und dann gibt es noch die sogenannte Akademie. Da bieten wir Fort- und Weiterbildung an für ausgebildete Fachkräfte in Pflege und in Erziehung. Sie dürfen sich nennen offiziell Schule ohne Rassismus. Wie kam es dazu? Also Schule ohne Rassismus war mir persönlich ein Anliegen. Und dann hatte ich eine Bewerbung von Frau Wagner, die sich sehr dafür interessiert hat und die auch schon Migranten und interkulturelle Veranstaltungen für die Diakonie gemacht hat. Das heißt, sie brachte sehr viel Vorerfahrung mit. Und mit Frau Wagner zusammen haben wir dann unserer Geschäftsführung angeboten, dass wir gerne Schule ohne Rassismus sein wollten. Und wir waren mit den ersten Berufsschulen, die Schule ohne Rassismus gemacht haben. Wir haben das sehr ernst genommen, weil wenn Sie hier mal durch die Räume gehen, vielleicht nachher mal gucken, dann werden Sie feststellen, dass wir wirklich
bunte Nationalitätenvielfalt haben. Es gibt ja hier zwei Tage einen Workshop oder Tag der offenen Tür. Aber vielleicht können Sie mir noch kurz was dazu sagen. Ja, als wir Schule ohne Rassismus wurden, haben wir das, wie gesagt, sehr ernst genommen, weil wir glauben, es ist ein gesellschaftliches Problem und Schule als Abbildung der Gesellschaft muss sich damit auseinandersetzen. Und wir haben einen Rahmen gesucht, an dem wir das tun können. Und der Rahmen war dann einmal, dass wir wirklich in jeder Klasse, die wir beginnen, eine zweitägige Session machen zum Thema vorurteilsbewusstes Handeln. Also vorurteilsbewusst bedeutet, dass jeder Mensch Vorurteile hat. Die hat er einfach. Die Frage ist, wie geht er damit um? Und dann war das andere, dass man eine Schulveranstaltung braucht, wo nicht klassenweise die Schüler zusammen sind, sondern wo alle durcheinander sind. Und das ist jetzt der Fall. Und dieses Jahr machen wir das zum ersten Mal in 2 Tagen und wir bieten 12 Workshops an, ganz unterschiedlich von Rap über Graffiti bis hin zu politischen Sachen, auch Globalisierung kann Thema sein. Ja. Und die Schüler sind dann in den Workshops aus allen Ausbildungsgängen, Klassen, alle durcheinander. Schüler bunt gemischt, wie wichtig so etwas ist, auch für die Integration, erzählt uns Monika Wagner. Naja, das ist natürlich ein Signal an die Schüler und an unsere Interessenten, dass sie gut bei uns sozusagen aufgehoben sind und dass wir uns an ihren Kompetenzen orientieren. Und wir veranstalten also unter anderem jedes Jahr einen Aktionstag, so wie heute und morgen, zu dem Thema Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und da gibt es unterschiedliche Workshops, die heute den ganzen Tag stattfinden. Morgen gibt es dann eine Präsentation der Zusammenfassung und ab 12 Uhr haben wir auch ein Hoffest, wo wir dann auch einige Ergebnisse der Workshops dann auch sehen. Da Sie ja auch sehr international sind, gibt es auch kulinarisch internationale Gerichte? Ja, natürlich kulinarisch. Also unsere Auszubildenden und Teilnehmerinnen und Teilnehmer bringen zum Teil Sachen mit, aber wir kochen auch hier, also die Schülerinnen und Schüler kochen auch hier und wir sind da also so ganz international ausgerichtet. Wir haben noch einen anderen Standort drüben und da haben wir uns überlegt, wir produzieren jeden Tag so viel Müll. Ja, was ist das eigentlich für ein Müll und wofür kann man den eigentlich vielleicht sonst noch gebrauchen? Wir realisieren eine Idee, die von den Schülern kam, aus diesem Müll, der jetzt in dieser Woche entstanden ist, etwas Umweltkritisches zu machen. Was sie jetzt gerade vorhaben, ist, aus dem Papiermüll eine Robbe herzustellen, also im Sinne von Pappmaché. Und dann gibt es ja eine Menge Restmüll, also Plastik. Und aus diesem Plastikmüll soll dann quasi, der soll weiterhin so erhalten werden. Es wird dann die Robbe aufgeschlitzt. Das wird wahrscheinlich ziemlich brutal aussehen. Und aus dieser Robbe quillt dann der restliche Plastikmüll, den wir hier haben, raus. Nach einer klitzekleinen Pause geht es spannend weiter mit Lifestyle.